Heute ist der 11. Februar 2014, das ist der 14. Teil des Berichtes über das Wiederansiedlungsprojekt von Lucanus Cervus, dem Hirschkäfer. Heute schaue ich mal in all diesen Gläsern nach, wie sich die Larven entwickelt haben, die jetzt ziemlich genau ein Jahr in diesen verschiedenen Gefäßen drin waren, zum Teil in großen Gefäßen, zum Teil in mittleren, zum Teil in eher kleineren Gefäßen mit verschiedenen Substraten. Bei einigen Larven habe ich gesehen, dass sie bereits das ganze Substrat kompakt zerfressen haben, dass die Larven auch an die Oberfläche gekommen sind und offenbar weitersuchen nach neuer Nahrung vermutlich. Das heißt, sie haben das komplette Substrat hier schon aufgefressen und die muss ich jetzt da umsetzen in eine neue Box und benutze diese Gelegenheit gerade, um die auch mal zu wägen, wie schwer das die jetzt geworden sind in der Zwischenzeit. Dann kann man nämlich auch schauen, wie die zugenommen haben. Diese Larven des europäischen Hirschkäfers, die sind jetzt ziemlich genau 1,5 Jahre alt. Mal schauen, wie schwer die ist. 14,4 Gramm schwer. Und mal schauen, ob es ein Weibchen oder ein Männchen ist. Das kann man von der Rückenansicht her sehen, wobei sie schon sehr viel Fett angesetzt hat. Deshalb ist es nicht mehr so durchsichtig, aber ich würde sagen, könnte ein Weibchen sein. Und jetzt, man sieht hier ganz viele kleine Springschwänze da drin im Substrat. Das ist eigentlich nicht schädlich für den Käfer selber. Das hat es ja im Bodensubstrat normalerweise auch drin. Was ich jetzt hier vorbereiten muss, ist, ich nehme ein bisschen von dem alten Substrat, schaue mal auch, wie das jetzt aussieht. Das ist jetzt komplett zernagt und zerbröselt worden. Da hat es früher mal Holzstücke drin, da hat es mal Flecksäulen drin, das ist so eine Art künstlichen Mulm. Machen wir das so, ich stecke da von diesem Substrat hinein. Dann gebe ich hier eine solche Kimchi-Büchse ins Substrat hinein, und zwar so halb geöffnet. Die Larve kann nämlich dann hier wie an einem Holzstück fressen. Genau, so. Und wenn sie dann Lust hat, kann sie sich dann ein bisschen in der Tiefe nachher auch verpuppen. 14,4 Gramm muss ich dann da noch aufschreiben. Auf diese Etikette L3 14,4 Gramm am 11.02. Da mache ich natürlich noch hier auch eine Etikette dazu. Das ist der Strain Nummer 2. Am 11.02. war die L3 14,4 Gramm. So. Da kommt dann was da drauf. Die Larve ist jetzt immer noch oben drauf. Die muss natürlich jetzt hier noch ein bisschen, ich muss da noch ein bisschen mehr Substrat drauf geben, so, damit dann die nachher da abtauchen kann. So, eine solche Box sollte dann also locker reichen, dass sie sich dann hier auch richtig gut verpuppen kann in diesem Substrat drin, dass dann genug Nahrung jetzt mit dem Kimchi. Das ist eine Sache, die ich mit all diesen grünen Gläsern jetzt machen muss. Dann haben wir hier diese kleineren Gläser. Das sind so 1 Liter Weggläser. Das sieht jetzt so aus, wie wenn hier bereits, hat der Käfer versucht hier rauszukommen. Die Larve war im August des letzten Jahres, war die 6,8 Gramm. Die wurde am 2. Februar 2013, war das eine L2 mit 2 Gramm. Die ist also ziemlich genau ein Jahr in diesem Glas drin. Das war eine Mischung aus Flakesoil und Kimchi, 50 zu 50, stark zusammengepresst. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das da aussieht, ob da noch eine Larve drin ist. Da sieht es ein Loch auf jeden Fall, das da runtergeht. Die Larve bereits verpuppt hat. Einige sind ja bereits ausgeschlüpft von diesen Hirschkäfern nach 1,5 Jahren. Gewisse sind sogar letztes Jahr bereits ausgeschlüpft.
nachgeschaut habe, da ist die Larve, die ist noch nicht ausgeschlüpft, die kann man also hier nochmals nachfüttern. Ich mache das auch wieder so, ich nehme da von den Quietschi. Zerbrösle das da ein bisschen, gebe das da hinein. Das ist Buchenholz mit dem Pilz Pleurotus pulmonarius drin, mit dem Lungenseitling. Und jetzt wollen wir mal schauen, wir müssen das dann noch ein bisschen festpressen. So was, das da ein bisschen festdrücken, dass das ein bisschen wie weißfahles Holz, wie ein Stück Holz dann ist, wo die Larve dann weiter fressen kann. Weisen wir die noch kurz. Die ist 9,5 Gramm schwer. 9,5 Gramm, die kommt jetzt da oben drauf. Und der Rest des Substrates kommt auch wieder dazu. Die wird jetzt wahrscheinlich den Sommer hindurch nochmals fressen und sich dann vermutlich in diesem Jahr im Herbst, so November, wird dann wahrscheinlich die in die Verpuppung gehen, weil ich denke, dass die Hirschkäfer eigentlich, was haben wir, 11. Februar, 14, was haben wir gesagt, wie schwer war die? 9,5 Gramm, die hat jetzt also... Seit dem August hat sie noch 3 Gramm zugenommen, ist ein Weibchen, haben wir damals schon gesehen, die werden sowieso nicht so riesig wie die Männchen. Jetzt haben wir noch ein großes Glas, was hat es hier drin? Hier war die Larve am 6. August, war die 14,3 Gramm, vermutlich also ein Männchen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir da noch was, da ist die Larve, sieht man schon, da ist sie. Ein bisschen vorsichtig da. Ausnehmen. Voilà. Da ist sie. Ja, das ist jetzt ziemlich sicher ein Männchen, wenn die so fett und groß sind. Stolzes Viech da. Über 20 Gramm, 20,3 Gramm. Das ist jetzt also eine recht große Larve. 20,3 Gramm am 11.2. Da mache ich jetzt auch wieder noch Quietschi dazu, neues. Die lasse ich jetzt aber in dieser großen Flasche drin. Und werde dann schauen, wie die sich da drin entwickeln. Ob aufgrund des vielen, der vielen Nahrung die Tiere groß werden. Das kommt da rein, dieser Klotz. Da kann die Larve, das ist mehr als ein halber Liter. Das sollte jetzt eigentlich reichen den Sommer hindurch. Ein bisschen anpressen. Und dann kann man die Larve da wieder dazugeben. Ja, schönes Tier. Große Hirschkäferlarve, Lucanus terbusig. Die sind natürlich jetzt noch nicht so unglaublich aktiv. Es ist jetzt im Keller, ist es jetzt, weil es ein warmer Februar ist, ist es jetzt vielleicht 8 Grad. Die werden dann richtig aktiv, wenn es wieder wärmer wird, im Mai oder auch gegen den Juni hin dann. Dann wird da wieder das Wachstum wieder weitergehen. So, und jetzt checke ich also alle diese Gefäße durch, mache mir die Notizen und werde dann im zweiten Teil im Anschluss dann eine kurze Zusammenfassung geben der Resultate. Eine Stunde später, alle diese Glasgefäße, ja, die leeren, man sieht man da unten, die leeren, habe ich alle kontrolliert, habe alle Larven von Lucanus cervus gewogen. 22 waren das, verteilt in solche Gläser. Von diesen 22 sind 2 Puppen von Weibchen in diesen grünen Gläsern drin, weibliche Puppen. 3 sind bereits Weibchen ausgeschlüpft. 3 Männchen sind ausgeschlüpft, die sind hier drin. Und die restlichen 14
sind noch Larven. Es ist aber nicht so, dass nur in großen Gefäßen jetzt schon Tiere ausgeschlüpft sind. Nein, auch in kleinen Gefäßen sind bereits Tiere ausgeschlüpft. Das hat also mit der Größe des Gefäßes und vielleicht auch mit der Reserve an Nahrung gar nicht so viel zu tun. Die Männchen sind auch unterschiedlich groß. An den Männchen sieht man ja am ehesten, ob die genug Nahrung gehabt haben oder nicht. Da unten ist jetzt ein kleineres Männchen aus Berschis in der Puppenwiege drin. Ich möchte das da ein bisschen rausziehen. Voilà, das ist ein ganz kleines Männchen. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen voll Schmutz da. Das ist ja auch noch jetzt am Abwarten in der Puppenwiege, bis es wärmer wird. Das ist ein kleines Männchen. Ein solches haben wir auch gefunden hier in Berschis. Ist ca. 5 cm lang. Die Mandibeln sind nicht sehr groß ausgebildet. Auch der Kopf ist nicht sehr breit. Also würde man sagen, ein kleines Hirschkäfermännchen einer lokalen Sorte von der Gegend hier am Walensee. Schön feucht halten natürlich jetzt das Tier. Und dann, wenn es warm wird, wieder rausholen. Jetzt wollen wir noch ein größeres Männchen anschauen. Eins ist hier drin. Ich habe das folgendermaßen jetzt wieder eingepackt, weil die Männchen jetzt ja noch ein bisschen überdauern müssen, habe ich sie auch in solche feuchten Torfbecher gegeben. Und wenn man da aufmacht, dann sieht man, das ist jetzt schon ein bisschen ein größeres Männchen. Das ist jetzt nicht mehr so ein Winzling. Der hält sich da auch schon ein bisschen fest an mir. Voilà. Der ist jetzt also schon, ja, der ist über 6,3 cm, würde ich den mal sagen. Ja, also über 6 cm lang. Kann sich da ein bisschen von nah zeigen, genau. Ein sehr schönes Tier mit kräftigen Mandibeln vorne. Auch der Kopf ist sehr viel breiter als das Pronotum. Ist ein Zeichen, dass es dem Tier sehr gut gegangen ist während der Larvenentwicklung. Diese Larve war in einem 5 Liter Gefäß drin, mit Eichenholz drin, mit einem kleinen Tonboden unten dran. Der hat sich prächtig da entwickelt, kommt jetzt wieder da rein in diese feuchte Torf. In diese feuchte Torfhülle, muss ich da wieder wegnehmen. Tut mir leid, dass ich dich so stören muss, mein Lieber. Okay. Also loslassen, so kommt er da rein. Voilà. Machen wir da wieder zu. Dann kann er sich da schön ausruhen da drin. Bis es dann Frühjahr wird und man dann die Männchen rausholen kann. Auch mit den Weibchen zusammen, damit sie sich paaren können. Da ist auch noch ein Männchen etwas bisschen kleiner noch als das. Das heißt, wir sehen jetzt bei dieser Kontrolle, dass nach 1,5 Jahren schon etwa ein Drittel aller Tiere entweder verpuppt oder bereits ausgeschlüpft sind, weil die Tiere wurden ja vor ziemlich genau 1,5 Jahren geboren, wurden abgelegt von einem Weibchen hier in Gefangenschaft, in einem Keller gehalten, einem kühlen Keller, wo es zwischen 4-5 Grad im Winter wird und maximal 20 Grad im Sommer. Das heißt praktisch zu den Bedingungen, zu denen die Tiere auch draußen leben, wo sie dann im Winter einfach abtauchen, bis zu 1 Meter in den Boden hinab, wo es ein bisschen wärmer ist, wo sie nicht dem Frost ausgesetzt sind, den die Hirschkäfer nicht überdauern könnten. Viel Spaß beim Zuschauen.